Einen wunderschönen Dienstagabend, meine Lieben. Ja, wir schauen jetzt wieder in die kommenden 48 Stunden, Tag und Nacht, was ich euch da für Botschaften überbringen darf. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt die 30 Grad heute gut überwunden. Und ja, morgen soll es wieder regnen. Wie auch anders zu erwarten, ein Auf und Ab. Ich habe das Gefühl, wir haben April. Von ich friere morgens bis mittags läuft mir nur so die Brühe runter. Ihr dürft jetzt alle gerne an ein Thema denken, was euch beschäftigt, weil ihr wisst, allgemeine Legung aus den Kollektivenergien. Und ich möchte einmal mit den Tarotkarten Licht und Schatten schauen. Was darf ich euch denn da erzählen? Da möchte ich dann drei Energien, drei Botschaften. Was ist denn so das Thema? Was ist denn so los in der Kollektivenergie? Und da starten wir jetzt auch los mit drei. Das ging flott. Es sollten vier werden. Gut, dann hoppala, falsch rum. Dann nehmen wir vier Karten. So, wir haben einmal das Ass der Stäbe. Ass, Chancekarte, Stäbe, Bewegung, Bewegung mit Leidenschaft. Das seht ihr an der Flamme hier oben im Hirn, im Kopfbereich. Da steckt Leidenschaft dahinter. Also in den kommenden 48 Stunden haben wir ja die Energie in uns, etwas voranzutreiben. Wir sehen hier mit den vier der Kelche, einige von euch sind gerade in so einer alles ist blöd Stimmung. Alle Männer sind doof, alle Frauen sind Zicken, keiner hat mich lieb, alles scheiße, nichts läuft richtig. Die drei der Kelche ist eine Karte für die Gemeinschaft, ja, für Freunde, Familie, für das Zusammenhalten, Zusammenstehen, füreinander Dasein. Und der Narr sagt Vertrauen. Der Narr ist eine Karte, die Frau lässt sich rücklings ins Nichts fallen, voller Vertrauen, dass sie aufgefangen wird von der geistigen Welt, dass alles richtig laufen wird. So. Dann gehen wir mal in die Deutung. Möglicherweise einige von euch tatsächlich in dieser Stimmung gerade. Alles ist doof, Stimmung, melancholisch, nicht wirklich Bock auf irgendwas. Ihr seht gar nicht, was euch hier gereicht wird. Denn hier wird euch ein Kelch gereicht, ein Kelch voller Liebe, voller Zuneigung. Und die kann aus der Gemeinschaft kommen. Von Freunden vielleicht, vielleicht versuchen Familienmitgliedern, dich irgendwie aus diesem Trott zu reißen, mitzunehmen. Und da kommt jetzt aber Power rein. Aus irgendeinem Grund, wir gehen gleich mit den Lennemann-Karten noch tiefer darauf ein, bekommt ihr, ich möchte jetzt mal sagen, Hornissen im Popo, ihr wollt etwas bewegen, ja, und zwar voller Leidenschaft. Ihr wollt wieder ins Vertrauen gehen. Der Narr ist auch so ein Neubeginn voller Vertrauen. Irgendetwas passiert, das euch aus dieser Letanie, nee, wie heißt das? Letanei? Ach, aus diesem gelangweilten, ich mach nichts Situation rausreißen wird. Und da gehen wir jetzt tiefer darauf ein, denn das finde ich super spannend. Ich muss übrigens zugeben, ich hatte auch ein paar Tage, da war ich genau so drauf. Alles ist doof, irgendwie hat bei mir nichts geklappt, egal was ich hier in die Hand genommen habe. Chaos war vorprogrammiert und so ein bisschen Leidenschaft, Power könnte mir ab morgen auch ganz gut tun. So, dann schauen wir mal, welche Energien sich darauf setzen. Welche Botschaften habe ich, uiuiui, auf die Ast der Stäbe? Und auf die drei der Kelche, so, da haben wir es schon.
die Masken, die Schlange, der Mond und die Vögel. Sehr, sehr schön. Die Masken fallen lassen. Da ist es jetzt Zeit bei euch. Euch anzuschauen, warum hockt ihr denn hier und schmollt oder habt keinen Bock oder findet alles um euch herum einfach nur doof? Hinschauen, sich auch eingestehen, was beschäftigt einen denn? Ich habe das Gefühl, manche von euch haben die Situation weggedrückt, ja? Wollten nicht hinschauen, hatten so, komm, Deckel drauf, nicht dran denken, aber das bringt's nicht. Das bringt es deswegen nicht, weil dann ist man in dieser Situation, weiß aber gar nicht mehr warum, weil man so viel unterdrückt hat. Die Masken runternehmen, hinschauen, dann kommt die Energie wieder. Vielleicht geht es bei euch um einen Traum, ein Ziel, das eine ganze Weile schon läuft und irgendwie hat sich da nichts getan. Ihr habt etwas im Kopf und es bewegt sich einfach nichts. Deswegen so dieses, alles ist doof. Die Freundschaft und die Gemeinschaft, ja, die wird aber mit Gesprächen dich aus dieser Situation locken. Die werden dich aufbauen, so dass du wieder ins Vertrauen kommst. Da sind Freunde in deinem Umfeld, die möchten nicht mehr zuschauen, wie du so da sitzt und ja, vielleicht auch griesgrämig bist, ja, auch deinen Freunden, deinen Kollegen gegenüber, deinen Familienmitgliedern nach dem Motto, boah, lasst mich doch alle in Ruhe, ja. Da kommt jetzt eine Energie rein, die holen dich da raus. Da wird es Gespräche geben, ihr wisst, die Eulen sind keine seichten Gespräche, sondern da wird das Thema angegangen. Das sind hier die Karten, die sich spiegeln. Das Thema wird angegangen, was dich belastet. Du wirst die Masken fallen lassen, dir anschauen, was ist los. Und dann mit neuem Mut und Feuer im Hintern durchstarten. Raus aus dieser Miesepeter-Laune, rein in die Bewegung. Die Stäbe sind Aktion, ja, ich will jetzt was machen, ich habe geblickt, so kann es nicht weitergehen, so kann ich mich nicht weiter hängen lassen, das bringt mich nicht weiter und ja, tut mir und meiner Umgebung nicht gut. So, schauen wir mal, wow, das sind zwei Megakarten, schauen wir mal auf den Mond noch bitte, eine Karte. Die kommt oben drauf. Wir haben den Anker. Da soll es in die Stabilität gehen. Du wirst wieder in deine Stabilität kommen durch Gespräche mit Freunden oder Familienmitgliedern, weil du deine Masken fallen lassen kannst, weil du dir anschauen kannst, was ist es denn, was mich so belastet. Es nicht mehr wegdrückst, sondern in die Aktion gehst, Lösungen zu suchen. Der Baum sagt, da kommt jetzt Wachstum rein und Stabilität. Wir haben zweimal Stabilität hier liegen. Der Baum ist Stabilität mit den Wurzeln, aber auch das Wachstum in der Krone, wo die Äste, die Blätter, die Früchte einfach gedeihen. Und das Glück. Ihr wisst bei mir nicht das kleine Glück, weil hier die Blüten sind, wo Blüten sind, sind Samen, wo Samen ist, ist mehr Klee, wo mehr Klee ist, ist ein Glück, das am Wachsen ist. Und, jawohl, der Stern. Die klare Sicht, die Wunscherfüllung, beziehungsweise ich würde jetzt hier sagen, du siehst wieder klar. Du hast dein Ziel wieder vor Augen, du rappelst dich auf und gehst es an. Das wird dir ein super schönes Gefühl geben und ich kann dir sagen, du kommst in deine Stabilität und das, was du dir vorgenommen hast, wird wachsen. Du wirst glücklich damit sein, du wirst klar sehen, du hast die Unterstützung, du gehst ins Vertrauen und von daher super schöne Energien und die Fische, alles ist im Fluss.
Und da kann es sich auch um den Beruf, um eine Ausbildung, eine Fortbildung bei einigen von euch handeln, denn wir haben, der Anker ist auch die Berufskarte und die Fische, die Geldkarte. Also möglicherweise hat es irgendwie nicht geklappt oder es war im Stillstand eurer Ausbildung, im Beruf, ihr seid nicht weitergekommen, habt euch deswegen einfach mies gefühlt und das soll jetzt in die Klärung, in die Klarheit und ins Glück gehen und das sind super, super schöne Botschaften. Also jeder von euch weiß, warum sitze ich gerade so da oder welche Situation ist bei mir, dass ich mich gerade so fühle. Da könnt ihr jetzt darauf gehen, da kommt eine Energie, die euch antreiben wird. Jetzt schauen wir sogar noch, welche Energie das sein wird. Welche Energie treibt euch denn an in den kommenden 48 Stunden? Da hätte ich gerne eine. Braucht gar keine mehr, oder wie? Mit dem Ast der Stäbe, die absolute Aktionskarte. Na, bekomme ich eine Energie? Dankeschön. Die hat sich umgedreht. Ergib dich dem Göttlichen. Ja, hier. Der Narr Vertrauen, sich fallen lassen, Vertrauen haben, dass alles genauso kommt, wie es für dich richtig ist. Und das ist die Botschaft hier. Wieder ins Vertrauen gehen. Vielleicht hast du das Vertrauen verloren, egal in welcher Situation es oder um welche Situation es sich hier gerade handelt. Vielleicht hast du das Vertrauen, die Hoffnung verloren. Aber da kommt jetzt wieder Power rein und das Vertrauen zurück. Und das ist super schön. Jetzt schauen wir noch, welcher Engel dich begleitet. Der Engel des Trostes, ist das nicht mega? Engel des Trostes, Kopf hoch, sonst kannst du die Sterne nicht sehen. Und hier liegt der Stern. Also, meine Lieben, Kopf hoch, damit ihr die Sterne, euren Stern sehen könnt, damit es weitergehen kann und ihr aus dieser, ja, Lustlosia rausgeht in die Aktion und euren Traum wieder in den Fokus nimmt und umsetzt. So, meine Lieben, das war's von mir. Wir hören uns dann wieder am Donnerstagabend fürs Wochenende. Ich wünsche euch traumhaft schöne 48 Stunden. Raus da, ab ins Leben, bewegt euch. Das Leben ist zu schön, um es ja traurig auf dem Sofa zu vergeuden. Ich schicke euch ganz viel Licht, ganz viel Kraft, ganz viel Energie für die Umsetzung und freue mich auf euch. Ich knuddel euch. Es ist schön, dass es euch gibt. Und bis bald. Tschüss und Servus.